Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper, unserem kleinen, chilligen, niedlichen Spiel, wo wir lustige Sachen machen, die wir sonst nicht machen würden. So, heute haben wir Maden im Inventar und aus dem Grund gehen wir direkt mal rüber zum Leuchtturmwärter, damit wir die eintauschen können. Und wir gucken mal, oh Mann, wir haben... Das sieht ja gut aus, wa? Wir haben hier richtig gut was zusammengestellt, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Haha. So, aber bevor wir zum Leuchtturm weitergehen, würde ich noch mal gerne mit Fräulein Anmut sprechen. Hallo, Süßer. Wie kann ich dir behilflich sein? Oh. Ich habe ein paar Fragen. Achso, keine Fragen? Okay. So, aber hier. Hast du schon mal mit Marketing versucht? Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich brauche dich, um mein Geschäft in der Stadt zu bewerben. Kannst du allen erzählen, dass du Grabsteingemüse magst? Dass du durch unser Gemüse so schön geworden bist? Tut mir leid, aber findest du nicht auch, dass Grabsteingemüse komisch klingt? Ja, ist vielleicht nicht der beste Name, aber der Friedhof ist ein heiliger Ort und unser Gemüse ist wirklich gut. Ich kann dich auch bezahlen. Ich brauche kein Geld, aber Schmuck wäre gut. In der Stadt gibt es schon länger nichts Neues mehr, nur alte Ringe und Ohrringe. Ich habe gehört, dass du sehr talentiert bist. Die Kirche hast du auch schön dekoriert. Vielleicht könntest du mir etwas Schmuck anfertigen. Irgendetwas mit einem Friedhofsmotiv. Dann mache ich auch Werbung für euer Geschäft. Und wenn dein Schmuck von guter Qualität ist, da kann ich davon was in der Stadt verkaufen. Oh, okay. Hier ist etwas Schmuck. Wow. Okay. Das ist interessant. Schmuck direkt mal. Dazu brauche ich erstmal einen Edelstein. Und einen Edelstein habe ich jetzt so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber gut, nichtsdestotrotz gehen wir frohen Mutes weiter. Nimm uns hier nochmal ein paar Hanfsamen mit. Ja, wenn wir schon hier vorbeigehen, dann können wir die auch gleich mitnehmen und dann ist alles gut. So. Und dann können wir tolle Dinge tun. Und zwar zum Beispiel die Maden eintauschen gegen schönere Sachen. Zum Beispiel den Necronomicon. Ja. Bam. Einfach. Bam. Fertig. So. Gute Angel. Mhm. Exzellente Angel. Nun ja, ich sag mal so, eine exzellente Angel ist natürlich auch was Exzellentes, was man... Juwelenköder. Ja, jetzt ist die Frage, benutze ich die Köder und durch die Köder bin ich dadurch dann... Die ganzen Fische könnte man... Die könnte man tatsächlich noch erforschen. Ja, ich überlege halt gerade, ob ich die beste Angel hier vielleicht kaufe. Ich meine, ich habe ja jetzt eine... Was ist denn das für eine? Ja, eine einfache Angel. Weißt du was? Ich kaufe mir jetzt die beste Angel. Ich angel zwar nie, aber ich kaufe mir jetzt die beste Angel. Ist mir jetzt egal. So, komm, zieh durch. Dafür habe ich das Necronomicon. So einfach ist das. So, jetzt kann ich hier richtig krass angeln. Haha. Yes. Auf geht's. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich einen Juwelenköder mitnehme. Aber ich glaube nicht, weil ich weiß nicht, ob der sich verbraucht. Weil für 5 Silber eine sich verbrauchende Sache zu kaufen, finde ich nicht so schlau. Aber möglicherweise kann ich hier einmal am Meer angeln. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So. So, ja. So, okay. Werfen wir mal weit aus. Gucken, was hier so kommt. Ja. Muss man ja auch mal ein bisschen erforschen hier, ne? Ach, Mist, ich hätte drücken müssen. Okay. Hm.
So. Ja, mit der linken Maustaste drücken. Okay. Das, ja, ich dachte, ich muss nochmal E drücken. Oh. Wow. Boah, der ist aber auch echt... Der war schwierig. Eine Woche voller Fische. Ha, Mensch. Schönes Achievement. So, ah, okay. Das war sogar der seltene Fisch, den ich da bekomme. Okay. Guck mal, ob wir jetzt den nicht ganz so seltenen Fisch bekommen. Ja, okay, das war eindeutig der nicht allzu seltene Fisch, ja. Gut, dann machen wir hier nochmal genau das Gleiche. Mal gucken, was wir hier so fangen können. Ja, das wird, glaube ich, der gleiche Fisch sein, ne? Ja, genau. Ja, Anchovy. So. Ja, damit man weiß, wo man welchen Fisch fangen kann. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Ja, gut. Ich denke mal, ich werde jetzt noch mal probieren, weil theoretisch gesehen, das jetzt das dritte Mal reinwerfen, da müsste eigentlich jetzt auch der andere Fisch kommen. Auch wenn der richtig nervig zu fangen war. Oh ja. Die Prozente haben gestimmt. Boah. Na komm, bleib drin. Yes! Haha! Sehr schön. Ein Thunfisch. Was wollen wir Thunfisch? So. Zack. Einmal die kürzeste Strecke. Da gibt es drei verschiedene Fische zu finden. Und damit haben wir jetzt den ersten. Oh. Ah, es fühlt sich auf jeden Fall auch wieder wie ein Thunfisch an. Nein. Ah. So. Oh, nee, das war was anderes. Eine Sardine. Ah. Die ist ja nervig. Und das, obwohl... eine Sardine, obwohl... das noch nicht mal die 25%igen sind. Das ist ja ekelhaft. Ah, scheint auch wieder eine Sardine zu sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, gut. Machen das jetzt nochmal. Ja, komm. Ein bisschen Zeit fürs Angeln sollten wir uns nehmen. Ne? Also ist ja auch mal ein bisschen chillig. Zumal wir hier. Oh, ach, jetzt auf einmal geht's doch mit E. Na super. Ach, das war ein Aal. Mensch, den hatten wir auch schon mal. So. Mal gucken, ob wir den anderen auch noch kriegen. Theoretisch gesehen 20% könnte jetzt klappen. Auch wenn 5% fehlt. Oh. Na, der ist ja noch nerviger als eine Sardine hier auf jeden Fall. Ah, nee, ist aber trotzdem einer. Okay, einmal machen wir noch und dann war es das. Was anderes machen hier. Auch wenn wir jetzt fertig sind mit Fräulein Anmut zu sprechen. Alles schon gemacht. Ah ne, also es scheint mir auch wieder diese typische Sardine zu sein. Ach Mensch, ich würde so gern wissen, was der letzte Fisch da ist. Jetzt schon das sechste Mal, dass ich es probiere und von daher müsste ja eigentlich so langsam das RNG so sein, dass es genau der... Ah ne, ist auch wieder eine Sardine. Na gut. Naja, was soll's. Okay, haben wir jetzt genug Sardinen gesammelt, damit wir, was weiß ich, jetzt machen können. So. Thank you.
Ja, genau. Hier die Angelstelle hatten wir ja auch schon. Da brauchen wir jetzt nicht hin. Ist nicht so wichtig. So. Ja. Ist halt die Frage, was der Juwelenköder so kann. Eine Frage stelle ich mir dann aber doch, denn ich müsste einmal wissen, was mit ihm hier ist, ob der mir einen Diamanten verkaufen kann. Aber das scheint nicht so zu sein. Zumindest sehe ich das jetzt nicht. Ah, okay. So, aber wir müssen jetzt erstmal die Fische wegbringen. So, wo kriege ich denn überhaupt einen Diamanten her? Ich meine, ja, das wird cool morgen. Der wird sich wundern, der Kollege, wie ich so viel Zeit gefunden habe, den ganzen Kram da zusammenzuzimmern. So, apropos zusammenzimmern, das Bier ist fast fertig, das ist schön. Und ach, den Rotwein in goldener Qualität, den machen wir da auch direkt nochmal. So, ach nee, hier wollte ich ja gar nicht lang, ich wollte hier unten lang, denn wir wollten ein bisschen die Fische erkunden, also analysieren, damit wir vielleicht ein paar grüne Punkte bekommen, denn das ist erstmal der Punkt, der jetzt wichtig ist. Und das machen wir doch direkt mal. Puff. Thunfisch. Eieieiei. Mensch. 30 Punkte direkt mal. So, dann haben wir hier noch die Sardine. Und noch ein Anchovy. Und zack. Mensch. Da haben wir doch direkt mal 133 Punkte bekommen. Also, nicht ganz, aber wir haben schon eine ganze Menge Punkte bekommen. Sagen wir es mal so. Genau, das ist jetzt erstmal das, was ich wegpacken wollte. Genau, einmal zum Beispiel. Ja. Hatte ich die Spinnennetze nicht hier auch drin? Ah, nee, aber den schwarzen Schleim hatte ich hier drin. Genau. Das war der Punkt. So, zack, zack, zack. Das wäre das. So, ach ja, stimmt, die Spinnennetze, die hatte ich ja hier drin. So, und dann hatten wir hier auch drin diese Schleimdinger. Und hier hatten wir die Geschichten drin und das Necronomicon, das brauche ich übermorgen. Morgen ist der Händler da. Hm. Ja gut, das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Alles zu seiner Zeit. So, jetzt haben wir hier natürlich keinen Platz mehr für Fische, weil hier alles voll mit irgendeinem anderen Stuff ist. Zum Beispiel Beeren. Und Schleim vor allen Dingen. Vor allen Dingen blauer Schleim. Kann man mit dem blauen Schleim nichts machen? Blauer Schleim? Nee. Hoppala. Ja gut. Ist jetzt eine Sache, die passiert ist. Okay, schön. So, blauer Schleim, nee. Geht gar nicht irgendwie, ne? Damit kann man gar nichts machen. Das bedeutet mit anderen Worten, den blauen Schleim, den kann ich auch genauso gut woanders hinpacken. Dementsprechend kann ich die Fische hier reinschmeißen. Aber auch das reicht immer noch nicht so ganz, denn das Papier, komm, das Papier, das legen wir jetzt mal in diese Kiste, weil das viel mehr Sinn macht, wenn die da drin ist. Und dann kann noch der Fisch hier rein. Und, Das Wasser, ja, wobei, das Wasser brauchen wir eigentlich auch, ne? Können wir nicht noch einen Bärensaft machen? Wir machen noch einen Bärensaft. Nehmen jetzt einfach ein paar Äpfel mit. 15 Äpfel zum Beispiel. Das ist mal eine Ansage, ne? So, 15 Äpfel einmal rein und dann nochmal Bärensaft machen. Und dann kann ich den damit reinpacken und dann kann ich den Fisch damit reinpacken und dann ist alles gut. So,
Ach Mensch, ich glaube noch ein Aal. Ach. Ja, das ist schön. So, dann nehme ich mal die guten Zwiebeln hier weg, weil die guten Zwiebeln, die will ich einfach nur verkaufen. So, meine Güte, das kann so schwierig sein hier. Das ist ja furchtbar. So, schmeiße ich die hier nämlich mit rein und dann ist gut. So, das wäre noch cool, wenn ich sagen könnte, hey, ich möchte gerne diesen komischen Stuff verkaufen, den kein Mensch braucht. Also mit anderen Worten, dieses komische Zeug. Da ist schon alles gut. Hanf rein und das hier rein. Sehr schön. Kann ich auch gleich zwei. Hier zum Beispiel die Schleime. Ne? So 60 blaue Schleime wäre ja auch mal was. So, kann ich denn hier noch irgendwie gemüsekistenmäßig. Oh. Ach, ihm fehlen Balken. Ach Gottchen. Na, das ist natürlich eine Sache. Der können wir uns aber annehmen. Machen wir ein paar Balken da. So, aber ich kann ja zumindest sagen, einmal das bitte und einmal das bitte. So. Und dann macht er das auch. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das so ist. So, achso, die machen alle gar nichts. Das ist natürlich auch nicht schön. Einmal bitte das machen. Einmal bitte das machen. Und einmal bitte das machen. Ja. Denn die gehören da eben auch mit zu. So, nachdem der hier fertig mit Sägen ist, dann machen die da auch ihren Stuff, was sie tun sollen. Ja, das läuft ja auch dann alles, ne? So, ah ja, genau, hier so ein bisschen Metallschrott. Einfach mal hier so mit rein. So, heute ist der Händler da. Brauche ich noch irgendwas vom Händler da? Eigentlich nicht. Komm, brauche ich noch irgendwas? Brauche ich für irgendwas einen Kuchen? Nee, ne? Ich meine, das ist schon sehr, sehr praktisch hier, was hier alles so machbar ist, ne? Schon nicht schlecht. So, aber so wirklich richtig was davon backen oder wie auch immer möchte ich jetzt nicht. Und das Bier ist fertig. Sehr schön. Dann machen wir, nachdem das Bier fertig ist, noch mehr Bier. So. Bier? Nein. Bier? Nein. Bier. Ja, Bier. Sehr schön. So ein Ding, ganzen Stuff nehmen wir mit. Und ja. Dann gucken wir erstmal, wo wir den ganzen Kram hier verkaufen können. So, ich glaube, der hat jetzt genug zu schleppen, dass er gar nicht mehr dazu kommt, hier irgendwas rüber zu schleppen, denn hier ist alles voll, ne? Ja. So. Das ist aber auch echt hart. So. Ah, okay, ihn kann ich auch noch mal fragen bezüglich der Kathedrale, das ist schön. Er hat facettenreiche Diamanten. Ach. 30 Silber, ja komm, einen können wir da. Ah, guck mal, er will auch den Rotwein haben. Guck mal, im Endeffekt mache ich sogar Plus. Naja, wenn das so ist, oder? Zieh rüber den Diamanten. Nice. So, dann kann ich jetzt nämlich Schmuck bauen. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass der Typ ja auch durchaus so einen Stuff hat. So, dann gucken wir mal, was wir für den Schmuck brauchen. So, er sägt immer noch, das ist gut. So, ja, guck mal an. Da brauchen wir doch nur einmal Goldschmuckverzierung hier. Ja, zieh durch. Hau weg den Mist. Mensch. Ha! Dann können wir beim nächsten Mal schon die Frau Anmut damit überzeugen. Sehr, sehr schön. Und dann bauen wir direkt mal den Schmuck. Und das ist gar nicht so schwierig. Zack.
Und schon haben wir das auch fertig. Mensch, das ist ja ein Traum. So, Necronomicon habe ich. Achso, Bärensaft habe ich auch. Gut, das war jetzt nicht so geplant. Bärensaft. Erstmal da wieder mit rein. Genau. So. Das mit der Lieferung und hier der ganze Kram, das läuft. Mensch, ich bin begeistert. So, Bier haben wir jetzt auch. Bier, das ist der nächste Punkt. Bier bringen wir direkt mal hoch zum Zeremonietisch. Ja. Ein Traum. So. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, es fügt sich alles irgendwann zusammen, ja, das ist so. Bier platzieren. Anscheinend sollte alles bereit sein, ich sollte dem Inquisitor Bescheid geben. Schön. Da muss ich im Prinzip nur noch sagen, ey Dude, auf geht's. Und dann geht's auf. Haha, yes. So, die nächste Fuhre Bier ist ja sogar dann schon in der Mache. Das bedeutet also mit anderen Worten, bräuchte ich dann nur noch wieder 5 Burger. Aber ich glaube, das sollte gar nicht so das Problem sein. Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, wo hatten wir Burger? Hier hatten wir Burger. Ach so, genau, da fehlt 2-mal Brot und 4 gebratenes Fleisch. So, das heißt also, wir machen Teig, ganz normalen Teig. Teig, sehr schön. So. Machen wir daraus. Wir machen da direkt mal Doppelbrot. Das passt hier nachher wieder nicht rein, ne? Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Dann werde ich jetzt das gesamte Fleisch, was ich hier habe, zu Schnitzel machen. Ja, weil mit Fleisch Geld verdienen, das ist jetzt auch nicht mehr, das ist nicht mehr das, was man braucht. Ganz eindeutig nicht. So. Kann ich das hier schon mal reinschmeißen und dann, genau, wie viel Fleisch brauchen wir? 4 Stück. Das heißt also, wir schmeißen das einfach in die Dings rein und dann hauen wir da noch die perfekte Zwiebel mit rein und dann passt das alles wie angegossen. Schön. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Gold. Und hier machen wir ein bisschen Silber, würde ich sagen. Weil, warum nicht, ne? Noch ein paar Silberbarren machen. Okay. Ja, dann gehen wir noch mal rüber zum Imkertreff und schauen, dass wir da noch ein bisschen Stuff bekommen für unsere... Ja, ja, geht hier. Ihr geht mir auf den Zünder. So, jetzt geht's weiter. So, damit haben wir eine Biene und dann brauchen wir ja nur noch 2, glaube ich, ne? Und dann haben wir unsere Imkerei auch fertig. Mensch, es läuft. Ach, guck mal. So. Zack. Ja. Das war jetzt die letzte, glaube ich. Also wenn nicht, dann das. So. Geht doch. Das heißt, ich kann die Bienen jetzt als Angelköder verwenden. Wenn ich das dann möchte. Oh. So. Genau, und dann brauche ich wieder... Ach, ja, genau. Eine zu viel. So. 4 Bretter, 4 Nägel, 6 Nägel. Ich kann nicht zahlen, ey. So. Also, was hatte ich gesagt? Ach ja, die Bretter sind weg. Und die Nägel sind auch alle. Oh. Das ist aber schlecht.
erst gedacht, das ist aber auch krass, ne? Also, ich meine, ich habe ja auch echt viele Nägel gemacht eigentlich. Aber es hat nicht gereicht. So, ich mache jetzt erstmal ein paar Nägel hierher. Und dann mache ich noch ein paar... Ich brauche noch ein paar... Also... Wie wär's mit ein paar Brettern? Ah ja. Da brauche ich 4 Stück von. Sehr schön. So, die Nägel nehme ich erstmal nochmal mit und ja. Den Rest machen wir dann gleich im Untergrund, denn dann kann ich Schlange das Necronomicon geben. Dann kann der mir vielleicht noch helfen mit anderen Sachen und so weiter und so fort. Und dann ist alles gut. So. Bienenstock. Yes. Letzter Part hier. Bam. So. Damit sind alle Bienenstöcke fertig. Ach ja, die Imkerei ist jetzt auch fertig. Das ist schön. Das gefällt mir. Und dann gehen wir mal runter mit 90 Honig. Warum auch immer ich die alle brauche. So. Ja, Schlange dürfte schon da sein. Und das ist auch das Gute daran. Denn dann können wir hier ja die Geschichte hier fortfahren. So, hör mal. Genau. Fangen wir mal damit an. Mir ist aufgefallen, dass du ein endloses Notizbuch bei dir trägst. Ich brauche es für etwas sehr Wichtiges. Ich brauche es selbst für ein Ritual, um meine Geliebte zurückzubekommen. Das verstehe ich nur zu gut. Vielleicht besser, als du dir vorstellen kannst. Dieses Buch ist das Einzige, was mir noch aus meiner Kindheit übrig geblieben ist. Im Waisenhaus wurde uns nicht erlaubt, etwas zu besitzen. Als sie mich aus dem brennenden Haus zogen, hielt ich es in meinen Händen. Dieses Buch bedeutet mir viel. Die Seiten dieses Buches werden nie ganz voll. Ich schreibe alles hier nieder und viele Seiten waren bereits voll, als ich angefangen habe. Ich frage mich immer, worum es bei diesen Notizen geht. Waren die Leute, die sie niedergeschrieben haben, glücklich? Weißt du etwas? Weißt du was? Wenn mir das Ritual gelingt, kannst du das Buch haben. Ich werde es dann nicht mehr brauchen. Okay. So, das heißt also, wir müssen mit ihm komplett auf einer Wellenlänge sein, damit wir dieses Buch bekommen. Das habe ich mir fast schon gedacht. Aber hier ist erstmal das Necronomicon. Hier ist dein Buchschlange. Ich bin beeindruckt. Du bist wirklich talentiert. Aber du bist ja auch unsterblich. Das Leben ist nicht fair. Gib mir das Buch. Wow, dieses Ritual ist komplizierter, als ich dachte. Furcht in die Herzen. Ein Brunnen voll Blut. Eine Ansammlung der Sünde. Ich werde dieses Ritual nie beenden können. Ich werde ihn nie sehen. Gib nicht auf. Ich habe auch eine schwierige Aufgabe. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du musst an dich glauben. Du schaffst das schon. Du bist ein gefährlicher, skrupelloser Schurke. Wenn nicht du, wer sonst sollte dieses Ritual vollenden? Du hast recht. Ich hasse es, wenn andere Leute recht haben. Yo. Aber in diesem Fall könnte ich wohl etwas Hilfe gebrauchen. Eine Hand wäscht die andere, weißt du. Ja, kein Thema, du. Wegen der Halskette brauche ich nichts zu sagen. Wie kann ich... Ich will dir helfen. Du erwiderst den Gefallen doch bestimmt. Klingt akzeptabel. Zuerst müssen wir das Ritual vorbereiten. Dieser Ort muss so gruselig aussehen wie mein altes Waisenhaus. Mein Gefolge soll vor Furcht bibbern. Zum Glück habe ich ja dich. Du hast die Kirche echt toll dekoriert. Dieser Raum sollte dunkler sein und nicht zu viele Kreuze haben. Kreuze mag ich überhaupt nicht. Oh, oh. Und noch eine Sache. Für das Ritual brauchen wir Springbrunnen voll Blut. 2 davon bitte. Okay, ich versuch's. Zu Hause haben wir einen Feiertag, bei dem es gruselig zugeht. Halloween. Das Dekorieren hat mir da immer Spaß gemacht. Ich denke mir was Gruseliges aus. Du armer Tropf. Also wir brauchen hier 20 Ritualpunkte.
So, dann kann ich das jetzt nochmal anklicken. Weil das sollten wir haben. Ach, oh, Lord. Ach, oh, hä? Oh Gott. Ah ja, alles klar. Schädelsäule, Schädel an der Wand, Blutbrunnen, zwei Stück. Und zwar polierte Steine, Politurpaste und ein Steinreparaturwerkzeug. Alles klar. Ja, das ist natürlich krass. Kreuzeskelett. Skelett an der Wand. Okay, ah, wir brauchen also noch ein paar Schädel. Aber gut, okay. Kein Problem. Das lässt sich einrichten. Ich werde mir erstmal ein paar Kürbisse holen. Und ein paar von diesen Holzbalken und dann noch, was brauchte ich noch? Ach ja, die Schädel eigentlich. Eigentlich nur noch die Schädel, ne? Oh, Brot. Sehr schön. Brot. Dann kann ich hier nochmal kurz... gebratenes Fleisch. Zweimal bitte. Danke. So, dann haben wir da ganz viel Stuff. Den ignoriere ich jetzt erstmal. Wir haben ein bisschen Torf. Aha, okay. So, dann packe ich den Torf hier erstmal weg. Und, ach ja, hier haben wir den ganzen anderen Kram hier noch. So. Ah. Ich nehme mir mal 20 Kürbisse mit. So, mal gucken, was ich damit so anfangen kann. Okay, so, ach so, und genau, ich brauche ja noch dieses komische Holz. So, so Holzbalken brauche ich noch. Bitte ein paar. Gib mal den ganzen Kram her, genau. So, ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Haben wir noch so eine Holzplanken? Hatte ich die irgendwo noch reingepackt? Na, zwei Stück. Naja, okay. Ich nehme die erstmal mit. Achso, ja, nee, eigentlich gar nicht so schlau, was ich gerade gemacht habe, aber egal. So, Schlange ist noch da. Ach ja, polierte Steine brauche ich ja noch. Ach, guck mal, ich habe ja noch richtig viele Köpfe. Yes. Schön. So, dann ich will nämlich einfach mal gucken, wie viele solche Sachen ich hier bauen kann. Also Springbrunnen voll Blut und dann noch, also das hier. Okay, davon brauche ich zwei Stück, okay. Und gekreuzigtes Skelett an der Wand, davon brauche ich auch zwei Stück, okay. So, Schädel an der Wand hatten wir ja schon. Genau, und Blutbrunnen, ja genau, das stelle ich gleich noch ein bisschen her. Okay, dann machen wir erstmal das gekreuzigte. Ach, guck mal, da geht er ja schon weg. Du doof. Toll. Konnte ich nicht mal das fertig machen. Manno. Jetzt bin ich enttäuscht. So. Naja, egal. Ein Steinpolitur-Kit müsste ich doch aber noch hier oben haben, oder nicht? Weil ich glaube, das war das Einzige, was wir brauchten, um... Da, ja, Steinreparatur. Steinreparaturwerkzeug? War das richtig? Hä? Genau, Politurpaste und Steinreparaturwerkzeug. Ich glaube, das war der Punkt, ne? So, das heißt also, ich brauche noch 6 von diesen Dingern. So, Politurpaste. Politurpaste. Mal gucken. Ah. Ja, dann machen wir doch direkt nochmal schöne Burger. So. Packe ich jetzt direkt mal hier rein. Hingehören. So. Schön. Will ich den Kram auch los. So. Ah ja. Jetzt haben wir das Holz. Das sollte jetzt hier sein. So wie ich den Dude kenne. Ah ja, okay. Das passt nicht mehr. Aber das ist auch... Ist auch gar nicht schlimm. Eigentlich brauche ich nur noch 6 davon. Deswegen packen wir 4 nochmal zurück. So. So, Politurpaste. Wo stelle ich die denn nochmal her? war das hier?
Politurpaste. Haha! Yeah! Ach, guck mal. Brauche ich gar nicht so viel für. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon brauche. Ich glaube 10, ne? Das heißt also, ich brauche jetzt erstmal hier so. So. Machen wir erstmal das. Ja. Schön, ne? Also interessanter Stuff, den ich jetzt mache. Lass uns ein Gruselkabinett bauen, so nach dem Motto. Ah, Mist, mir fehlt ein Öl. Na gut. Fangen wir mal mit 5 Politurpasta an. 4 und... Moment. Packen wir die mal weg. Ha! So. Huch. Nee. Ach Mensch. Na gut. Ja, okay. Ich lasse es mal kurz so und dann gehe ich mal eben... Gehe ich mal kurz schlafen. So. Ich lasse dabei natürlich keine Sekunde vergehen, weil ich brauche ja den ganzen Stuff hier noch. So. Ich könnte direkt 2 Feste veranlassen. Das wäre natürlich cool. Na, mal gucken. So, als nächstes. Erst einmal gekreuzigtes Skelett. Das haben wir hier nochmal. So, haben wir die schon mal fertig. Gekreuzigtes Skelett an der Wand. 1 und 2. Haben wir das auch. So. Blutbrunnen. Ja, genau. Brauchen wir nochmal 5. Okay, Schädel an der Wand. Genau, die Schädel, die kann ich jetzt erstmal wieder weglegen. Und die Kürbisse eigentlich auch. Im Prinzip fehlen ja jetzt nur noch die anderen Sachen hier. Ja, ist doch schön. So, Schädel zurück. Und wo ich dann gerade mal hier bin, kann ich auch gleich nochmal den Stuff hier reinpacken. Und ach komm, dann mache ich den Quatsch auch noch mit hier rein. Ja, dann bin ich hier nämlich auch schon mal auf einem guten Weg. So, dann kann ich hier nämlich auch 2 Kerzen herstellen. Was ich wiederum sehr, sehr schön finde, denn... Mit denen kann ich dann auch schön die Predigt halten. Ja, jetzt schon 16 Kerzen. Ich meine, das wird eine richtig krasse Predigt. Das wird die Mega-Predigt. Habe ich eine Predigt vergessen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja, ist mir jetzt auch egal. So. So, dann gehen wir mal hier an die Rankenpresse, weil ich glaube, jetzt kann ich hier... Ah, kann ich nicht, weil ich habe nicht genug Fett dabei. So, weil ich brauche ja nochmal 5 Politurpaste, nicht wahr? Deswegen brauchen wir jetzt hier 2 Fett. So. Damit wir das Öl herstellen können. Ja. Ich denke, dazu ist das Fett besser geeignet zum Herstellen von Öl als für andere Sachen, denke ich. Also, weil die Kerzen, die sind halt besser, wenn ich sie so herstelle, wie ich sie jetzt hergestellt hatte. So. Politurpaste. Nochmal 4 dazu. Und dann 1, 2, 3 und 4 und natürlich die 5 auch noch. So. So, dann brauchen wir noch, ich glaube, jeweils 5 polierte Steine und die hole ich mir natürlich jetzt auch noch dazu. 2, 3, 4 und die 5 erstmal und schmeiße ich mir noch ein bisschen Honig rein, weil davon habe ich jetzt wiederum mehr als genug, weil, naja, kriege ich jetzt doch mehr, als ich dachte. So, und dann packe ich hier noch den Silberstuff rein und dann müsste ich eigentlich jetzt genug Zutaten haben, um den Ritualbereich fertig zu bauen. Es wäre zumindest sehr, sehr schön, wenn das so wäre, weil dann kann ich danach noch schnell zum Inquisitor, den nach Esmeralda fragen und so weiter und so fort. Heieiei. Na, wir haben auch viel zu tun jetzt, die Folge. Das ist ja viel Stuff, den wir hier machen wollen. So, oha.
So. Wahrscheinlich muss ich hier den Pool füllen. Ja. Mit 10 Blut. Okay. Aber ich denke mal, das wird dann auch dauerhaft so bleiben, ne? Also das wäre ja ein bisschen doof, wenn das nicht so wäre. Oder? So, gib mir mal 20 Blut. Weil 20 Blut ist halt echt schon nicht wenig, ne? Muss man sagen. Aber umso mehr Platz habe ich auch wieder in dem Alchemiekistchen. Von daher, oh gut. Kann man machen. Ist ja nicht schlimm. So. Füllen. Den Pool füllen. So. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt so reicht. Genau, dann ist der Bereich nämlich mit 20 datiert. Ja, und dann kann quasi in einer Woche unser Kollege zurückkommen und sagen, ja, pass auf, alles ist gut. Und wehe, der Pool ist wieder leer dann. Dann gehe ich aber steil. Bei Kerzen kann ich es verstehen, bei dem Blutpool könnte ich es auch verstehen, aber fände ich halt irgendwie doof. So. Point proven. So. So, dann auf zum Inquisitor, den einmal kurz fragen. Dude, pass auf. Kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemanden freizulassen ist nicht in meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Sehr schön. Haha, das hat geklappt. Alles ist bereit für die nächste Verbrennung. Yeah. Das ist so geil, ey. Was ist das denn? Bier, frisches Bier. Das Bier wäscht die Sünden rein. Saftige Burger, süß und saftig wie heilige Ekstase. Ja. 2 Stück bitte. Das ist die beste Verbrennung, die ich je gesehen habe. Hm, lecker. Räucherfleisch, haha. Ja gut. Alles klar. Oh, ich krieg das sogar glauben. In der Stadt wird man noch monatelang von dieser Verbrennung reden. Wir sollten das wiederholen, wann immer du bereit bist. Mach dein Zelt einfach fertig und los geht's. Du hast mir, du hast mit dem Verkauf von Burgern 33 Silber. Ey, Dude, was denn Glauben hier, Mensch? 33 Silber. Haha, cool. Und das Coole ist, nächste Woche kann ich direkt nochmal loslegen. Nice. Ja, ich glaube, ich hole mir ganz viel Brot und dann wird da schön fleißig alles, alles vorbereitet für das Ding. So, dann werde ich mal mit dem Roma-Dude reden und einmal auch kurz mit ihm hier, weil er wird ja dann, denke ich mal, auch wieder ein paar Samen für mich haben. Die ich überlege gerade, ob ich die silbernen auch brauche, aber eigentlich, nö. Wir bleiben bei den goldenen und dann ist gut. Nur das Beste für meine Gäste auf dem Inquisitorentreff. Hexenverbrennung. Ja, wie war das? Inquisition, Hexenverbrennung. Wir wissen, wie man feiert. Ihre Kirche. Sehr schön. Apropos wissen, wie man feiert. Das hat zwar nichts mit Feiern zu tun, aber ich feiere gleich, wenn ich hier den Betrag sehe. Haha, 1 Gold 50. Yeah. Cool. Ah, es läuft, es läuft. Es ist schön. 1,50. Ist das krass, ey. Haha, 1 Gold 50. Und dann noch die 33 von der Verbrennung. Na, was will man eigentlich mehr? So, ach guck mal, der Kollege ist auch noch draußen. Weißt du was? Dann gib mir nochmal all deine Hanfsamen. So. Das ist gerade 4 Gold schon. Ich habe 4 Gold. 12 ist Ziel, ne? Ab 12 kann ich mir den Aristokratenrang kaufen. Das ist echt übel. Das ist echt sehr, sehr übel.
Aber naja. So, Kollege Schnürschuh. Hör mal. Deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte recht. Er ist wirklich dein Freund. Also muss ziemlich wichtig sein. Ja, also erzähl mir von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt aber. Sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde, für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Oh, wow. Was für ein Twist. Was für ein Twist. Frau Anmut ist also die Tochter von unserem Astrologen. Das ist... Oh mein Gott. Das ist so Drama. Das ist so... Weißt du, als wenn man so ein Magazin... So, als wenn ich die Bild schreiben würde jetzt hier an der Stelle. Ne? Wow. Ja, was für eine Story. Was für eine Story. Mensch. Welche Zeitung in diesem Ort machen würde. Ey, ich hätte so viel zu schreiben. Das ist der Wahnsinn. So. Ach, guck mal, da geht er ja schon, unser Astrologenfreund. Ja, dann würde ich auch mal sagen, wenn der jetzt eh schon hier auf dem Weg ist, dann würde ich mich ja gar nicht mal auf den Weg nach Hause begeben, weil das wäre ja Quatsch, nicht wahr? Stattdessen würde ich jetzt nochmal versuchen, ein paar Sachen zu angeln. Ist schwierig. Was machen wir denn dann? Oder doch angeln? Angeln ja, angeln nein. Ich weiß nicht, ob die Zeit stehen bleibt, wenn wir angeln. Das wäre jetzt nochmal so die Frage. Aber ich würde ja auch gerne wissen, was ich hier so angeln kann an der Stelle. Ne? Das wäre jetzt auch wirklich so der Punkt, der mich interessiert. Oh, das ist ein nicht so hektischer Fisch. Ah. Okay. Ach, das war der letzte, den wir noch gebraucht haben. Oh. Aber wenn wir jetzt so angeln, dann können wir da vielleicht noch einen anderen. Ach, mit dem Anchovy können wir auch angeln. Ah. Ja, nee, Moment. Dann machen wir das doch. Dann werfen wir mal zwei weit aus. Guck mal, was wir da jetzt so bekommen. Hoffentlich nicht den gleichen, den wir vorher schon hatten. Es würde mich interessieren, was hier jetzt für ein Fisch ist. Oh, der ist hektisch. Das könnte der Fisch sein, den wir schon haben. Schade. Ah, schade. Aber ich habe jetzt auch keinen anderen Köder. Na, schade. Na gut, dann halt nicht. Puh. Dann geh doch. So, wo ist er denn? Ist er schon da? Weil ich würde das jetzt gerne alles möglichst schnell hier über die Bühne bringen. Dem Dude sagen, wer Esmeralda ist, dass Frau Anmut Esmeralda ist und dass das seine Tochter ist und bla bla bla. Wie dem auch sein mag. Ah ja, sehr schön, der steht schon da. Perfekt. Haha. So, wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hatte eine Tochter. Eine Tochter? Wo ist sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nicht von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeraldas Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin.
Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Oh, Dude. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Ach, Mann, Dude. Naja, okay. So, was mit ihm hier? Großes Buch. Ja, könnte man natürlich kaufen, aber... Nee, komm. Wir brauchen den Quatsch nicht. So, aber dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mit Frau Anmut sprechen. Also wieder 2 Tage warten und dann wieder... Ach, und dann wieder die ganze Woche warten, bis wir mit diesem Astrologen sprechen können. Dieser Dude macht mich fertig. Das ist ja furchtbar. So, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. So, aus Frust nehme ich mir jetzt Federn mit. Weil ich habe irgendwie noch 3 oder 4 Federn. So, Federn und Hühnereier. So, die nehme ich mir jetzt mit. Was habt ihr nur davon? Ja, unfassbar. Unfassbar. So. Kann ich hier eigentlich... Nee, ne? Kann ich alles nicht machen. Okay. Kann ich das Ding hier ernten? Oh yeah. Haha. Weil es mir auch so viel bringt. Eine Biene, ja. Kann ich jetzt auch verangeln, sozusagen. Nun gut, also, wir fassen zusammen, wir müssen jetzt als nächstes noch so viel anderen Stuff machen, das ist ja furchtbar. So, brauchen wir Leichen? Mal kurz drüber nachgedacht. Brauchen wir heute ein paar Leichen? Eigentlich nicht, oder? Irgendwann brauchen wir wieder welche für Fleisch, das ist richtig. Aber... erstmal so grundsätzlich nicht. So. Das hier ist eigentlich eine gute Methodik, um das alles hier am Laufen zu halten. Hanfsamen schmeiße ich hier mit rein. Ach ja, mit Frau Fräulein Anmut müssen wir ja sowieso reden. Fällt mir gerade mal so auf. Ach ja. Das ist aber auch alles verzwickt. So. So, dann schmeißt man den ganzen Kram hier rein. So. So, habe ich noch irgendwas? Hopfensamen habe ich noch. Ja, gut, das ist richtig. So, ein bisschen Hanf, bisschen Abfall und ansonsten nichts. Gut. Ansonsten nichts. Schön. Ah ja. Genau. Die Gemüsekisten, die... Achso, davon kann ich sogar 2 bauen. Davon nicht und davon schon. Okay, davon jeweils 2. Und sobald ich die Nägel hier in die Kiste packe, fängt er an zu arbeiten. Sehr schön. So. Okay. So, einmal das hier rein und genau, ich möchte einmal kurz sagen, dass er das hier lassen soll. Denn Metall ist ganz wichtig. Wenn ich das selber auseinander bastel, dann könnte da noch was anderes mit drin sein. So, 1, 2, 4, 5, 6. So. Also 3-mal könnten wir das jetzt hier mit dem Burger machen. Ah ja, und 2 Brötchen haben wir sogar. Mensch, das ist ein Träumchen. So, hier ist auch alles fertig. Okay. Ne, Moment. Das, obwohl, na gut. Ja, ist einem ja auch egal. So. So, und du fertigst nochmal den... Ah, okay. Ah, habe ich überhaupt noch Getreide da? Das muss ich jetzt erstmal nochmal gucken.
Weizen. Habe ich noch Weizen da? Ja. In der Kiste, warum auch immer, aber ja. Okay, Weizen ist da, das heißt, ich kann auch weiter brauen. Haha, schönes Ding. Nanu. So, und die machen alle gar nichts, diese faule Bande hier. So, du machst Hopfen. Du machst auch Hopfen. Und du machst Trauben und du machst auch Trauben. So. So, achso, ja, genau. Dann habe ich das wahrscheinlich schon abgegeben, ne? Genau, sehr schön. So, auch das hat geklappt. Ja, wahrscheinlich war ich ein bisschen sehr enthusiastisch, was das mit dem Marmor anging. Wahrscheinlich sind die Meißel auch schon wieder alle kaputt, oder? Ja. Okay. Dann lassen wir das auch erstmal so. Das ist vollkommen in Ordnung. So, dann als nächstes Burger mit bester Zwiebel. Bester Burger ever. Das sind 4 Stück, ne? Genau. Dann nehmen wir noch einen dazu. Dann haben wir 5 Burger. Schlimm. Und dann nehmen wir noch einmal das hier mit und dann geht das Eingang. So, kannst du, ach ja, stimmt, ein Humpen Bier, genau. Weil ich habe auch noch ein bisschen Getreide. So. Okay. So, dann kann ich nämlich oben nochmal alles ausrichten für den nächsten Inquisitorentag sozusagen. Und ich glaube, ich habe sogar noch genug, um das nochmal auszurichten. Von daher alles perfekt. So, sehr, sehr schön. Gefällt mir. So, mal gucken, ob die Einnahmen auch größer werden dann mit der Zeit. Das wäre natürlich irgendwie witzig, aber muss natürlich auch nicht, weil ich meine, 33 Silber für die paar Sachen, die du da machen musst, ist halt schon echt gut. So, was wollten wir jetzt? Achso, ich wollte erstmal noch ein bisschen was. Genau. Hier parat legen. Sachen im Inventar, die da weg müssen. So, und ich will noch einmal gucken hier. Nicht, dass da jetzt wirklich das Blut weggeflossen ist. Das würde mich so nerven. Nee. Gut. So. Dann wird das wohl auch so bleiben. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich dann. So. Genau, dann schmeißen wir mal die Bienen hier mit rein und den Thunfisch, da mache ich bestimmt auch gleich richtig tolle Sachen mit. Habe ich noch irgendwas, was ich hier reinmachen will? Ach, ich mache mal das Öl hier auch mit rein. So, das sollte eigentlich alles in die Küche, aber das habe ich vergessen. Okay. So, dann packe ich hier noch die Federn rein, dann packe ich hier auch noch die Geschichten rein. Und ich nehme direkt mal die Predigt mit. Denn die ist ja heute und was ich jetzt noch machen möchte, ist einmal kurz nach dem ganzen Stuff da oben gucken. Die Imkerei. Genau, so ist es. Die Imkerei soll auch nochmal begutachtet werden. So, und zwar mit dem ganzen Stuff hier. Ein Glück kriegen wir da keinen Schaden mehr durch, ey, das ist echt gut. Aber wir kriegen so viel Honig, wir kriegen viel zu viel Honig, ich habe zu viel Honig. Oh, ich habe sogar mal dran gedacht, das Ding aufzubauen und habe es nicht nur platziert. Ha, wer hätte das gedacht? Letztes Mal gedacht, ich träume, also ich wirklich dran denke, das Ding auch noch mit aufzubauen.
Wahnsinn. Ich meine, es wäre natürlich cool, wenn man den Honig zu Honigwaben irgendwie machen könnte. Das macht zwar überhaupt gar keinen Sinn, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, wenn das gehen würde irgendwie. Andererseits, na gut, ich habe ja jetzt auch ganz gut Honigwaben bekommen. So, noch einen kann ich ja eh nicht bauen, ne? Also von daher, da reicht der Platz nicht. Da ist hier nur ein extra, damit das einfach eine runde Zahl bleibt. Das ist ja übel. 115. So, was wolltest du nochmal? Ach so, genau. Zusage, Aristokratenzertifikat. Ja. Okay. Ja, ja, das mit dem Aristokratenzertifikat, das dauert noch einen kleinen Moment. Da müssen wir noch ein paar Sachen machen, aber... Oh. Mir fehlt die Farbe tatsächlich. Na, guck an. So weißes Pulver müsste ich ja aus Knochen bekommen, nicht wahr? Ja, sehr schön. Weißer Staub, perfekt. So, und dann, nee. Hier war das. Weiße Farbe, genau. Ach ja, mit Öl war das. Ach ja, deswegen war das auch so teuer. Hm. Aber okay. So, wir machen jetzt hier richtig Hardcore. Wir machen jetzt eine Hardcore-Predigt. Wir haben 20 Kerzen. Und ich bin bereit, sie alle zu nutzen. Und das wird richtig übel. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob ich alle nutzen kann. Ach doch, müsste eigentlich gehen. Ah ja, und die zwei hier noch. Eieiei, Mensch. Das ist jetzt aber auch richtig. Also das ist jetzt auch so Maximum, ne? Also das ist wirklich Maximum, was ich hier rausholen kann. Ohne da jetzt noch irgendwie was zu haben. Das ist auch die richtige Predigt. Und auf geht's. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt richtig, richtig... So. Wir haben jetzt einmal schon 7 Glauben bekommen und 19 liegen da noch rum. Also jetzt haben wir nochmal 11 Glauben bekommen und da liegen nochmal 50 Glauben rum. Also, wow. Ja, das nenne ich mal ertragreich. Jetzt 139 Glauben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. So. Das ist ja diese 15 Silber, die ich dafür bekomme, ist schon fast marginal gegen. Das ist ja schon fast so. Ach, das ist ja putzig, nicht wahr? Aber gut, genau, wir packen erstmal die Predigt beiseite. So, und dann kneten wir noch ein bisschen Teig für Brot. Wenn wir das überhaupt brauchen. Weil ich kann ja noch ein paar Sachen hier bauen, nicht wahr? Achso, ja, Teig brauchen wir ja erstmal. So, wie viel kann ich da jetzt? Ich kann noch zweimal Burger bauen. Das heißt also, ich brauche noch einmal Teig. Ja. Damit ich hier nochmal ordentlich Brot herstellen kann. Ja, machen wir direkt mal 4. Dann machen wir das so wie beim letzten Mal und dann können wir das auch alles nochmal aufbauen. So, hier machen wir ein bisschen Eisenerz draus. Mal gucken, ob ich da noch was anderes rausbekomme. Nö, ist nur Eisenerz draus geworden. Schade. Macht aber nichts. So, wir können da ruhig nochmal ein paar Silberbarren machen.
Und wir können auch mal ein paar Eisenbarren wieder machen, damit wir ein paar Nägel machen können und so weiter und so fort. Also Nägel ist ja jetzt nun wirklich nicht das Problem. Das machen wir jetzt auch mal schnell. So, ja. So ist das, nicht wahr? Ja, und die Nägel, die packe ich wieder hier irgendwie irgendwo rein, wo es passt. Hier, keine Ahnung. Es macht keinen Sinn mehr, das zu sortieren, glaube ich. Das ist einfach nur noch random Kram, der hier passiert. Ich finde ja krass, dass er immer noch arbeitet. Braucht er überhaupt einen Meißel? Dann kommt es bald so vor, als wenn er gar keinen mehr braucht. Mensch. So, was machst du hier für schöne Sachen? Ja, komm, hier, mach mal so eine Gemüsekiste hier noch fertig. Ach so. Hier, was fehlt dir denn? Jetzt grad... Ach so, ja, okay, genau. Jetzt macht er die. Alles klar. Schön. So, nee, die machen wir nicht. Die können wir dann noch machen, ja. Gut, ist auch schön. Mhm. So, aber wir gehen schlafen, denn die Zeit ist mal wieder so weit. Oh. Ach, das Brot ist aber auch fertig. Na komm. Ja komm, die zwei Burger, die bastel ich mir jetzt auch noch zusammen hier. Anfertigen. So, und das... Dann wird es nachher irgendwann kritisch mit den Zwiebeln. Das wird nachher das Problem. Aber vorher haben wir uns einfach mal hingelegt. Okay. Ja, kann ich nebenbei... Nee, nebenbei kann ich kein Item nehmen. Aber okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer, dass ihr so weit zugeschaut habt. Wir gehen gleich zu Frau Anmut, wenn wir hier fertig sind. Und schauen, was die uns so Schönes zu berichten hat. Aber das alles in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr auch wisst, was Frau Anmut dazu zu sagen hat, dass wir ihr Schmuck bringen. Ja. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr da schaut. Und bis zum nächsten Mal.